Beim Zeichnen ist es häufig hinderlich, dass Word die Form schon mit Farben vorsieht, die eigentlich ungünstig sind. Ich finde es immer besser, weiß als Füllfarbe zu haben und dann einen schwarzen Rand. Das möchte ich jetzt einmal zeigen, wie man das einstellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Viereck zeichne, dann kann ich sagen, das soll weiß gefüllt werden und kann sagen, das als Standardform festlegen. Das Widersprüchliche ist allerdings hier, dass sobald ich ein neues Dokument öffne, das wieder zurückgesetzt ist. Das heißt, dies gilt hier immer nur für ein aktuelles Dokument. Und deswegen müssen wir in der Formatvorlage normal.m ein paar Änderungen vornehmen. Und die zeige ich jetzt einmal. Dazu werden wir als erstes die Vorlage suchen und die finde ich unter Erweitert. Und dann ganz unten ist hier der Dateispeicherort. Und für die Vorlagen ist das hier angegeben. Da kann ich einmal raufklicken und dann kann ich hier oben reinklicken und dann das einmal kopieren. Das ist der Speicherort. Und jetzt muss ich diesen Speicherort einmal öffnen, indem ich sage, öffne eine Datei, durchsuche das und hier oben kann ich dann jetzt das einfügen und einmal Enter drücken und schon habe ich hier die Vorlage normal. Die öffne ich und wenn ich jetzt hier einmal etwas zeichne und das auf weiß setze und den Rand auf schwarz und dann eine Dicke von 3/4, die finde ich immer ganz gut. Und dann sage das als Standardform festlegen, dann wird das jetzt für alle zukünftigen Word-Dokumente so gespeichert. Ich muss allerdings jetzt auch hier das gleiche einmal bei einer Linie machen, weil Word da unterscheidet zwischen einer Form, die gefüllt werden kann, und einer einfachen Linie, Linienform wie auch Pfeilen. Und auch hier muss ich dann einmal sagen schwarz und auch die setze ich auf 3/4 und anschließend sage ich als Standardlinie festlegen. Weil wir jetzt in Normal dort sind, müssen wir, bevor wir das speichern, einmal diese beiden Figuren entfernen, sonst würde bei jedem neuen Word-Dokument diese Figuren auch gleich erscheinen. Und jetzt brauche ich einfach nur noch auf Speichern gehen und dann wird das in Normal dort, Punkt dot m gespeichert. Ich kann das einmal überprüfen. Ich schließe einmal alle Word-Dokumente, nicht speichern und öffne ein neues Word-Dokument. Und dann kann ich jetzt einmal zeichnen und habe immer meine Figuren mit schwarzem Rand und weiß gefüllter Fläche. Und auch bei den Linien ist das genauso bei allen Figuren eigentlich.